Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge haben wir die schwarze Rune gefunden und anscheinend kann die nur unser Sohn Atreus aktivieren oder die benutzen, so hat es zumindest ausgeschaut, weil als Kratos sie genommen hat, ist nichts passiert und als unser kleiner Junge die in der Hand genommen hat, hat dieses Leuchten angefangen. Also denke ich mal, dass nur er die einsetzen kann. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir weiter. Wir müssen aus der Gruft entkommen. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder mir halt einfach ein bisschen Feedback gibt. Genau, dann würde ich sagen, mache ich das Bildmachgerät an und wir schauen, dass wir aus dieser Gruft hier entkommen. Nehmen ein bisschen Leben mit. Da haben wir ein bisschen Leben. Ist hier noch was? Nebenraum oder sowas. Da ist auch noch eine Kiste. Mal schauen, wie ich da ankomme. Das ist irgendwo hier, oder? Wie komme ich an die Kiste ran? Hier ist noch eine Kiste. Eine Kiste ran. Muss ich hier irgendwo oben drüber und dann da hinten runter oder so? Das wäre eigentlich dort oben irgendwo. Wir schauen mal. Vielleicht gibt es da irgendwie eine geheime Tür oder so, die wir noch nicht offen hatten. Kann ich hier was machen? Aber runterfahren können wir ja nicht mehr. Haben wir die Kiste jetzt komplett übersehen oder wie? Nein. Oh nö, ich wollte die Kiste nur mitnehmen. Oder bekommt man die erst später oder so im Spiel? Dass man hier nochmal her muss. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, oder? Okay, gehen wir wieder runter, hilft nicht. Schade eigentlich, oder kommt man irgendwie... Na, die sind hier gestanden, oder? Blöde Kiste, eine Kiste fehlt uns noch.
Boah. Da ist eine Rune. Ich habe nicht mal die Kiste für die Rune gesehen. Aber hier können wir nichts mehr machen. Hier ist irgendwas. Was ist denn das hier? So eine Tür oder sowas zu sein. Sehr, sehr merkwürdig. Aber klettern kann man hier nicht, oder? Dann kann man hier nicht. Ich habe auch keine. Oh Gott, ja, komplett übersehen. Oder ist die erst gekommen, wo der Ding hochgefahren ist oder so. Okay, jetzt fehlt mir aber noch eine Rune. Ich weiß nicht mehr, wo die blöde Kiste ist, Leute.
Also einen haben wir hier gemacht. Irgendwo ist hier noch eine. Ist hier vielleicht eine? Ah, da können wir einfrieren. Okay. Die einfach, wenn die hier ist. Gott. Und da ist er auch schon. Komplett übersehen. Also übersehen nicht, aber. Ich hätte es fast übersehen, weil ich wollte eigentlich schon los. Okay, müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen. Okay, Leute, sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, ob wir hier rauskommen. Wir wären wahrscheinlich eh nie wieder hier runtergekommen. So, jetzt mal schauen, wie wir hier rauskommen. In diese Richtung. Ich hoffe mal. Ich habe jetzt alles mitgenommen hier. Ja, das waren die Kletterpunkte. Okay. Ich glaube, das schaut gut aus. Wenn man wieder hochkommt, wahrscheinlich wieder 2000 Gegner kommen. Und drück mal, mach mal hier was. Jürt. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Limniovan. Von der Insel Limnos. Nahe meinem Geburtsort. Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Vater, warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr.
aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja. Na, aber wer kann das schon beurteilen? Sei still, wir können's. Wir wissen's besser. Aha, klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit. Komm. Gott zu sein, wird mir gefallen. So, abgeschlossen. Wir gehen, wohin wir wollen, tun, was wir wollen. Und jetzt besuchen wir die Riesen. Ja, nachdem wir die Weltenrune nach Jötunheim gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich uns niemand in den Weg. Los! Schauen wir doch mal. Hier müssen wir nichts machen. Irgendwas kommt jetzt gleich. 100 Pro. 100 Pro. Sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Ha. Oh. Gibt's hier eine Abkürzung? Oh. Bestimmt wieder ein Viech, sag ich doch. Dann mal los! Kann auch das lassen wir mal. Da warten wir noch ein bisschen. Sind doch Level 7. Ich bin jetzt Level 5. Aber okay, wir wissen schon mal, dass wir hier auf jeden Fall so einen Weltenrister machen können. Aber wie gesagt, es gibt noch einige Passagen in dem Spiel, die wir später machen sollten. Und die machen wir auch. Ich wollte dann nämlich schauen, vielleicht machen wir ja Platin, aber ich will nichts versprechen. Man weiß ja nie. Dann müssen wir irgendwie hoch. Warum verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund, um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso. Na, Junge, aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Ich glaube nicht, dass sie so bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Ich bin mal gespannt, ob die noch wieder vereint werden, die zwei Brüder. Familien erzählen. Oh, la
Lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent. Und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen. Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Oh, er wird sauer. Kann er das Wetter beeinflussen? Das hat wehgetan. Sehen wir uns euer Zeug an. Kann das Wetter beeinflussen? Also können wir was machen hier? Dann raffe ich. So, Herstellung wollen wir erstmal, glaube ich, nix. Klauenbogenverbesserung. Verbessern. Klauenbogen. 80.000. Was darf denn sein? Brustrüstung könnten wir auch verbessern auf 5. Wir haben eigentlich nichts Besseres zurzeit. Brauchen aber einen Haufen Gold. Was können wir denn herstellen? Brustrüstung. Mischt. Wir können Mischt herstellen. Die können wir schon herstellen. Die wäre halt schon auf 5. Zauberplätze 2. Die wäre schon auf 5. Naja, viel wäre es nicht, wenn wir das verbessern. Ich schau zum... Armrüstung. Schwefelnde Glut. Wann werden wir die denn bekommen? Ach komm, ich glaube, wir machen mal eine neue Brustrüstung. Dass die hier nicht schlecht ist, komm herstellen. Und dann schauen wir noch mal, ob wir die gleich mal verbessern können. Herstellen, verbessern. Brustrüstung. Verbessert auf Max schon. Die können wir verbessern. Okay, und da fehlen uns wieder. Den können wir nicht verbessern, okay. Schauen wir mal.
Rüstung rein. Oh, hier können wir drei reinlegen. Okay. Dann legen wir mal drei rein. Okay. Puff. Dachten die, das würde uns aufhalten? Alles klar, dann geht's hoch. Okay, hier hinten glaube ich müsste noch was sein, oder? Okay, normale Hüftrüstung. Die haben wir schon gelootet. Genau, das haben wir schon gemacht. Dann müssen wir jetzt nämlich dort oben hoch. Aber ich wollte mal schauen, da waren doch vorher noch Kisten, die wir nicht aufbekommen haben. Weil die so komisch eingesponnen waren. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Huh!
die haben wir schon. Okay, dann brauchen wir die nicht mehr. Ah, da brauchen wir so ein komisches Windteil. Okay, da wird die eine Walküre drin sein, da gehen wir nicht rein. Nein. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe hier, das schon. Was wird hier drin sein? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Ha. Hier wollte ich aber gar nicht hin. Oder war das die Kiste oben auf dem Berg? Glaube ich war das, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Aber hier gibt es eigentlich keinen anderen Weg. Hier oben war. Weißt du, langsam zweifle ich mich an, wie die es können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Das ist ein bisschen übermütig, der Kleine. Wir wollen noch schnell zurück und holen ins Leben. Da war eh noch so rumgelegen. Oder? Doch nicht. Okay. Okay, hilft nichts. Blöde Kiste darin. Alles klar. Kisten looten, Leute. Kisten looten. Hey Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen, in der nächsten Folge, wie es weitergeht.
Dann geht's da oben auf dem Berg weiter. Hoffe ich mal. Wie sind wir hier falsch? Oder wo müssen wir denn hin überhaupt? Ja doch, wir müssen schon da oben hin, also. Ich glaube, wir müssen dann doch hier durch. Sonst waren wir doch da falsch, okay. Okay, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bleibt dran auf jeden Fall. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.